Auch in der Fraktionssitzung der CSU am Montagabend waren das Parken in der Schiffgasse und der Schieselstadel schon häufig Thema. Unsere Linie war klar, Parken in der Schiffgasse sollte erlaubt sein. Die neue Mehrheit im Stadtrat wollte das aber nicht. Sie ging nicht einmal auf einen Kompromissvorschlag unsererseits ein. Stimmen eine Woche nach der Stadtratssitzung. Es ist sehr schade, dass die neue Mehrheit im Amberger Stadtrat nicht auf unsere Kompromisslösung eingegangen ist, wenigstens in der Schiffgasse einige Parkplätze wieder zu situieren. Ich betrachte die Streichung von weiteren 7 Kurzzeitparkplätzen als Schlag gegen den Einzelhandel, gegen die vielen Nutzer in diesem Quartier. Gibt es ja neben dem Einzelhandel, dem Markt, auch die Kirchenbesucher oder zum Beispiel das Marienheim, das von vielen Landkreisbewohnern auch angefahren wird. Und es ist schade, dass ausgerechnet in dem Quartier, in dem es viele öffentliche Einrichtungen gibt, die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum, dass es hier jetzt weniger Kurzzeitparkplätze gibt. Um ganz offen zu sein, ich bin noch sehr verärgert über die Entscheidung in Sachen Schiffgasse. Einfach aus dem Grund, noch in der Haushaltsrede 2012 hat im November 2011 der Fraktionsvorsitzende der SPD, Florian Fuchs, groß von Bürgerbeteiligung gesprochen, wie wichtig sie wäre und wie ernst wir sie nehmen müssen. Jetzt, wo wir eine umfassende Bürgerbeteiligung durchgeführt haben und alle Stellungnahmen pro Parkplätze und vor allen Dingen pro Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt gesprochen haben, jetzt hat man das einfach vom Tisch gefegt. Und das ist für meine Begriffe sehr bedauerlich, weil es auch für mich eine sehr grundsätzliche Entscheidung bedeutet, Parken in unserer Amberger Innenstadt und das vernünftig unter einen Hut zu bekommen. Dem hat die neue Mehrheit eine klare Absage erteilt, was ich sehr bedauere. Für die CSU-Fraktion war auch klar, der Schieselstadel sollte saniert werden und das Stadtarchiv darin Platz finden. Der Beschluss dann im Stadtrat einstimmig, doch der Weg dorthin steinig. Meinungen zu dieser Entscheidung? Beim Schieselstadel gab es eigentlich nur ein Problem. Das war, dass dieser Vorschlag von der CSU kam. Alleine das war Grund genug für die neue Mehrheit, geführt von ÖDP-Chef Mrazek, hier die Entscheidung immer wieder hinauszuzögern. Die SPD hat da geschickt mitgespielt. Im Prinzip lagen die Fakten bereits vor 2-3 Monaten auf den Tisch. Alle Fakten lagen auf den Tisch und wir hätten entscheiden können. Zumindest hätte man in der letzten Hauptausschusssitzung entscheiden müssen. Da gab es ja noch mal eine Zurückstellung. Warum dann plötzlich der Sinneswandel in der Stadtratssitzung erfolgt, ist mir heute noch schleierhaft. Aber ich freue mich darüber, dass es jetzt zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen ist. Und ich freue mich insbesondere deswegen, weil ja alle Fachstellen, egal ob das unser Bauamt, ob das das Landesamt für Denkmalpflege oder auch unsere Stadtheimatpflegerin war, alle unisono waren dafür, das Stadtarchiv in den Schieselstadel zu verlegen, sind also unsere Idee hier gefolgt. Und ich freue mich insbesondere für unseren Archivdirektor, für den Dr. Laschinger, dass jetzt das Projekt in Angriff genommen werden kann und dass dann hoffentlich 2015 die 400-Jahr-Feier in einem sanierten Schieselstadel bzw. im sanierten kurfürstlichen Wagenhaus stattfinden kann. Beim Schieselstadel, da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir jetzt zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen sind, die sich nach meinem Empfinden natürlich schon wesentlich früher einstellen hätte können. Trotz allem muss ich sagen, ist es auch in der Frage schon sehr fragwürdig, wie hier mit den Argumenten umgegangen wurde. Die Fakten lagen auf den Tisch, dass man jetzt sich nach etlichem Hin- und Her-Eiern zu dieser Lösung, die die CSU vorgeschlagen hat, durchgerungen hat, ist zwar verzögernd gewesen, aber jetzt sind wir beim richtigen Ergebnis gelandet und da bin ich auch sehr froh drüber.